Hallo, hier ist Markus Happ. Heute habe ich ein ganz ermutigendes Wort für dich, das mich selbst sehr gestärkt und aufgebaut hat. Und zwar geht es in diesem Video darum, dass unser Leben eine lange Reise ist zu einem Ziel, das Gott schon vorherbestimmt hat. Das Leben ist wie eine Wanderung, eine Reise, die nach Gottes Willen nach oben führt. Sprüche 15,24 sagt: Der Weg geht für den Einsichtigen, Verständigen nach oben. Und Gott hat einen Reiseplan für unser Leben, dass wir jeden Tag die richtigen Schritte machen, Schritt für Schritt dranbleiben. Stell dir einmal vor, du machst eine Wanderung in den Bergen und du packst dir Proviant ein und du gehst dann morgens los und gehst in einem Gebirge den ganzen Tag stundenlang spazieren. Und der Weg führt mal gerade, mal um Kurven, an Büschen, durch Wälder hindurch. Und nach einiger Zeit fragst du dich, wie lange diese Wanderung noch geht. Und du ermüdest. Und es wird beschwerlich. Und so ist es oft in unserem Leben. Aber dann, nach 6-7 Stunden, kommst du auf einer Hochebene an. Und du schaust hinunter und hast eine atemberaubende Sicht hinunter in ein Tal. Und unten, ganz unten in der Ferne, siehst du den Weg, auf dem du am Morgen losgegangen bist. Und du staunst und du fragst dich, wow, ist das wirklich der Weg, den ich gekommen bin? Der schien mir gar nicht so steil zu gehen. Aber plötzlich bist du 1500, 2000 oder 3000 Meter in die Höhe gegangen und du schaust in ein atemberaubendes Panorama hinab. Und so ist unser Leben. Sehr, sehr oft machen wir Tag ein, Tag aus die Dinge, die wir für richtig halten. Ja, wir sind treu im Dienst, in guten Werken, in unserer Familie, am Arbeitsplatz oder auch in der Gemeinde. Und wir fragen uns, wo führt das alles hin? Bringt das wirklich etwas? Und dann nach einiger Zeit kommst du an einem Ziel, wie so eine Hochebene. Und dann staunst du, was für Fortschritte du gemacht hast. Ich glaube, ein Schlüssel ist, dass du nie kurzfristig die Reise deines Lebens beurteilen darfst. Wir machen oft den Fehler, dass wir frustriert werden, enttäuscht sind, aber du darfst nie an dem Tag beurteilen, wo du jetzt gerade bist, die Reise deines Lebens, weil es summiert sich. In Hebräerbrief 10, Vers 35 bis 39 lesen wir: Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Also hier sagt der Schreiber des Hebräerbriefs im Neuen Testament, es gibt eine große Belohnung von Gott und wir dürfen unsere Hoffnung und Zuversicht in das Ziel und die Vision, der wir nachgehen, nicht wegwerfen, sondern wir müssen ausharren. Und Ausharren und Glauben tragen die Verheißung Gottes davon. Und dann steht dort: Noch eine kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er sich aber zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern die glauben und dranbleiben zur Gewinnung des Lebens. Also wir haben eine Reise, auch 2024, das nächste Jahr. Und der Schlüssel für Erfolg ist Beständigkeit auf dem Weg. Jeden Tag die nächsten Schritte zu tun. Und sie addieren sich und multiplizieren sich. Und wir haben für das Ziel, den Traum, den Gott dir oder auch mir gegeben hat, tausende von Schritten zu tun. Und Jesus sagt: Sorge dich nicht um das Morgen. Gott wird dafür sorgen, sondern nur um das Heute. Trachte zuerst, suche heute zuerst Gottes Reich, seine Gerechtigkeit. Jeden Tag müssen wir die Schritte tun und es führt uns höher und höher. Und wenn wir treu dranbleiben, dann hast du mehr und mehr Möglichkeiten. Dein Potenzial entwickelt und entfaltet sich. Gott hat uns berufen, auch in diesen Krisenzeiten immer weiter zu lieben, immer weiter zu glauben, immer weiter
gute Werke zu tun. Und dann wird es dir so gehen, dass du irgendwann auch auf einem höheren Plateau ankommst, was tausende kleine Schritte ermöglicht haben. Und dann kannst du beurteilen die Reise des Glaubens, die du gegangen bist. Und dann kannst du zurückblicken und sagen, wow, was habe ich für gewaltige Fortschritte gemacht? Aber das wird nur geschehen, wenn du und ich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat die kleinen Dinge tun, die wir gemäß Gottes Segensplan zu tun haben. Wir dürfen nicht nur das Richtige tun, wir müssen die richtigen Dinge auch mit Beharrlichkeit tun, mit dranbleiben, mit ausharren. Und dann wird die Kraft deiner Liebe, deines Glaubens, deiner guten Werke sich vermehren und multiplizieren. Damit möchte ich dich ermutigen, jetzt auch zum Jahresende und wo das kommende Jahr 2024 vor der Tür steht. Du kannst erst die Wegstrecke, die du gegangen bist, beurteilen nach einer ganzen Weile, wo du treu warst, wo du dann eben wirklich zurückblicken kannst von einer höheren Ebene, welche weite Wegstrecke du zurückgelegt hast. Und oft kommt uns das so unscheinbar vor. Und du hast vielleicht gedacht, ich werde das nie erreichen. Aber du wirst das Wunder erleben, das Gott in deinem und in meinem Leben getan hat, wenn du dranbleibst und nicht aufgibst. In Galater 5 lesen wir, Galater 5, 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht aufgeben und ermatten. Du und ich, wir müssen eine Haltung haben. Aufgeben ist keine Option. Ja, sondern unser Weg führt mit Gott Schritt für Schritt höher hinauf. Zu mehr Segnung, zu mehr Einfluss, zu mehr Möglichkeiten. Und darum will ich dich wirklich ermutigen, hab eine langfristige Perspektive. In Psalm 18, 37 lesen wir, wo der Psalmschreiber sagt, du Gott schaffst Raum meinen Schritten unter mir. Meine Knöchel haben nicht gewankt. Wenn wir treu sind und dranbleiben, dann schafft Gott mehr und mehr Raum und mehr Einfluss. Und du wirst sehen, wie die Dinge, die du glaubst, für die du betest, das, was du in das Leben anderer säst, wie es sich multipliziert und vermehrt. Und dann wird es zu einem großen Wunder führen. Aber der Schlüssel des Erfolgs ist Beharrlichkeit. Du hast vielleicht dieses Beispiel schon mal gehört, dass wenn du einen großen Felsblock hast, dann kannst du darauf schlagen, 30 Mal, 50 Mal und es scheint nicht zu passieren. Und dann das 70. Mal, 100. Mal und beim 150. Mal zerbricht dieser große Felsblock in zwei Stücke. Und du hast einen Durchbruch erzielt. Ja? Aber wenn du nach dem 103. Schlag aufgegeben hättest, dann wäre gar nichts passiert. Und genauso ist deine und meine Lebensreise. Wir müssen tausende Schritte tun im Glauben, damit wir die großen Wunder und die großen Werke Gottes in unserer Arbeit, in unserem Dienst, im Leben anderer Menschen wirklich erleben und ernten. Wir dürfen nicht müde werden, sondern wir müssen uns jeden Tag ermutigen, dass Gott jedes gute Werk, jeden richtigen Schritt sieht und dass er uns auf dem Weg nach oben führt und dass wir am Ende zurückblicken und ein atemberaubendes Panorama sehen. Ich bete für dein Leben, auch für deine Familie, dass 2024 ein Jahr des Wachstums wird, der höheren Ebenen und der Durchbrüche, wo wir erleben, dass Dinge passieren, die nur Gott tun kann. Aber Gott braucht deinen und meinen Glauben und mein Ausharren, weil dann wird Gott die Verheißung, die er dir gegeben hat, auch erfüllen. Im Hebräerbrief 6 lesen wir, ich will das einmal nochmal lesen, es ist so eine wunderbare Stelle. Lasst uns, nein, eine Sekunde, das ist in Hebräer 6, 12. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer,
der Hoffnung bis ans Ende der Reise beweist, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen. Das sagt Gott zu dir für 2024. Sehr werde ich dich vermehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung Gottes. Lass mich doch einmal beten, auch für dein Leben, für mein Leben, für das kommende Jahr. Jesus, wir danken dir, Herr, dass unsere Reise des Lebens mit dir nach oben führt, dass du wunderbare Segenspläne und Ziele hast, für die du uns vorbereitet hast. Und ich bete, dass uns ein Geist des Ausharrens, des Dranbleibens und des Glaubens gibt, dass wir immer wieder jeden Tag ermutigt werden durch das Lesen der Bibel, durch Gebet, durch gute Botschaften und Predigten, Herr, dass wir dranbleiben auf dieser Reise, die nach oben führt. Und dann gib uns immer wieder ein Erlebnis, wo wir zurückblicken und sagen, wow, was habe ich erreicht mit meinem Gott. Herr, segne uns mit Ausharren, Beständigkeit und wir danken dir, dass deine Kraft unsere Schritte festmacht und dass du uns auf den Felsen hebst, auf den Berg, der uns zu hoch ist. Amen. Gott segne dich reichlich und abonniere doch auch meinen YouTube-Kanal, damit du künftig keine ermutigenden Videos verpasst. Gottes Segen.